Ausschreitungen und Massenproteste in der Türkei. Ja, der hat eigentlich noch gefehlt in der Sammlung. Das ist das letzte große Land an der Perlenkette rund ums östliche Mittelmeer, wo es bisher noch friedlich zugegangen war. Und jetzt auch hier Erdogan massiv unter Druck. Ein weiterer Anrainer dieses östlichen Mittelmeeres, wo es Rabatz gibt, irgendwie schon beeindruckend. Merkels Wahlgeschenke, die wir hier beobachten, die jetzt hier wieder genannt werden. Also irgendwie, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ich habe da immer ein sehr, sehr mulmiges Gefühl bei solchen Dingen. Ich sage, das hat auch mit vernünftiger Politik nichts mehr zu tun. Wenn man meint, man hat vernünftige Ideen, die man umsetzen müsste, ob das Erhöhungen von Kindergeldern sind oder was für ich für Dinge, ja, dann sollen wir sie doch einfach umsetzen und nicht sagen, wir machen erstmal gar nichts, aber wenn ihr uns wieder wählt, dann machen wir es vielleicht doch. Das ist doch Volksverarsche. Entweder mache ich eine vernünftige Politik und ich setze immer zu dem Zeitpunkt das um, was ich meine, was richtig ist. Aber etwas hinauszuzögern, von dem ich glaube, dass es richtig ist, in der Hoffnung, damit eine Wahl zu gewinnen, ja, ich weiß nicht, ob das dem Auftrag entspricht und ob das nicht mehr als fragwürdig ist. Leider üblich gewesen, schon immer so gemacht worden. Nichtsdestotrotz darf man es doch mal hinterfragen, denke ich. Der IWF lobt derweil die Geldpolitik Japans, die Hochschuldenpolitik Japan, absoluter Schuldenweltmeister, die Gesamtverschuldung Japans, seines Staates, der Bürger, der Industrie und der Banken, weit über 500% inzwischen des Bruttoinlandsproduktes. Jetzt werden weiter massiv Schulden gemacht und der IWF lobt dieses Verhalten. Der gleiche IWF, der von Spanien und Co. höhere Sparanstrengungen verlangt. Perversion. Der Schattenrat der EZB fordert derweil aggressive Konjunkturprogramme, sonst drohen politische und soziale Gefahren. Das kann man nur unterschreiben. Die drohen nicht nur diese Ausschreitung, die sehen wir bereits in Spanien, die sehen wir in Griechenland, die sehen wir in vielen Bereichen und dort ist wirklich die Demokratie in Gefahr. Die KfW, das war jetzt eine Idee, die letzten Tage aufkam, unsere Kreditanstalt für Wiederaufbau in Deutschland, die soll jetzt Betriebe in Spanien finanzieren. Das ist bestimmt ihre ureigene Aufgabe, dafür wurde die auch mal gegründet, nicht wahr? Also auf was für Ideen kommen wir noch? Wie wäre es denn, wenn die deutsche Arbeitslosenversicherung die Arbeitslosengelder für die spanischen Arbeitslosen bezahlt? Hätten die auch ein Problem weniger? Oder unsere Rentenkasse kann die griechischen Renten übernehmen? Warum nicht auch das? Wo ist die Grenze? Warum denken wir über sowas nicht nach? Es wird immer abenteuerlicher, um den Laden zusammenzuhalten. Nochmal, wir haben die falsche Währung, damit könnten wir einiges korrigieren. Wenn die EZB, und hier kommt jetzt eine Studie eines ehemaligen Verfassungsrichters, die Fabio, der hat ein interessantes Gutachten herausgestellt. Er sagte, wenn die EZB das Verbot der Staatsfinanzierung verletzt, muss das Bundesverfassungsgericht, Bundesregierung und Bundestag zum Austritt aus der Währungsunion verpflichten. Interessant, die Frage ist natürlich, was ist juristische Theorie und was wird am Ende umgesetzt? In Frankreich ermittelt derweil die Staatsanwaltschaft gegen die UBS wegen des Verdachts der Beihilfe zur Steuerhinterziehung. Und interessant ist in dem Zusammenhang vor allem, ich meine nicht, dass die ermitteln, das passiert ja nur seit einiger Zeit gegen die Banken, aber dass zeitgleich die Schweizer Nationalbank sich äußert und sagt, dass sie nicht zur Rettung von Banken bereit sei, die sich der Beihilfe zur Steuerhinterziehung schuldig gemacht haben. Das ist ja interessant. Also soll das ein Warnzeichen der SNB sein, dass sie die UBS gefährdet sieht? Ich hoffe mal nicht, aber diese zeitliche Nähe der Aussagen sind durchaus beeindruckend. Finanztransaktionssteuer. Sie wissen, mit dem Thema habe ich mich auch sehr intensiv und lange beschäftigt, durfte da auch im Bundestag oder im Expertenausschuss meinen Senf dazugeben. Und was jetzt rauskommt oder wo es jetzt zumindest sich hinentwickelt, da kann man sich wirklich nur noch wundern, da bleibt einem nichts anderes mehr übrig. Jetzt soll diese Finanztransaktionssteuer möglicherweise nur für Aktien gelten und für die Derivate, für die Wetten auf die Aktien, für die nicht. Wie pervers kann es noch werden? Die wenigen sinnvollen Produkte, die wir wirklich an den Finanzmärkten haben, wie Aktien, das wirklich seit Jahrhunderten ein sinnvolles Instrument ist, das will man bestrafen und die Wetten darauf, die das Problem sind, die will man davon verschonen, um sie zu begünstigen. Meine Damen und Herren, ich weiß nicht, da kann man nur den Kopf schütteln, da kann man nur sagen, denn sie wissen nicht, was sie tun, sie wissen es entweder wirklich nicht oder die Lobby hat einfach einen so guten Job gemacht. Es ist einfach nicht mehr nachvollziehbar. Perverser kann es kaum noch gehen. E.ON denkt derweil über Kündigungen der russischen Gasverträge nach. Naja, die sind ziemlich teuer und ziemlich langfristig. Auf dem Weltmarkt gibt es das Gas inzwischen in Hülle und Fülle zu wesentlich günstigeren Preisen. Nun gut, ich kenne die E.ON-Gasverträge zu wenig, um zu sagen, inwiefern das möglich ist. Aber zu übernachdenken ist sicherlich immer kein Fehler.